Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute passiert etwas, was ich noch nie vorher gedreht habe. Und zwar ein Adventskalender-Unboxing. Ich bin schon total gespannt und aufgeregt. Dieses Jahr habe ich die Adventskalender-Box von eHorses, die ich euch hier mal vorstellen darf. Und genau, ich bin wie gesagt ganz gespannt und wir fangen jetzt erstmal an und die Hunde toben hier ein bisschen sehr rum. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das System hier von dieser Adventskalenderbox ist. Und zwar, wie man hier sieht, sind hier jetzt nur 3 Türchen und allgemein sind nicht alle 24 Türchen vorhanden. Also hier unten ist nochmal eins oder hier in der Ecke ist auch nochmal eins. Also ich bin echt total gespannt, wie das hier aufgebaut ist. Und Leute, was ich gerade noch gesehen habe, in dieser roten Tüte sind noch Karten drin, die man zum Beispiel der Oma schenken kann oder so. Also einfach so Weihnachtskarten. Soll ich mal eine rausholen? Ja, ne? Ja, mach mal. Hol mal eine raus. Julia ist übrigens halt Kamerafrau, deswegen rede ich hier mit ihr. So sieht sie also aus. Sehr schlicht, aber schön. Und jetzt geht's los. Trommelwirbel für die Nummer 1. Wir machen jetzt mal, also wie gesagt, Türchen 1 auf. Oh Gott, oh Gott. Türchen 1 ist dir. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ja. Da kam gerade eins nachgerutscht. Ja. Ah ja, jetzt ist ja auf jeden Fall schon mal, wie das hier funktioniert. Aber wir machen jetzt erstmal Türchen Nummer 1 zu Ende auf. Und zwar. Ich bin gespannt. Ich auch. Ach ja, hier ist so ein. Boah, das ist mega praktisch. Und zwar ist das hier so ein. Nennt man das Lappen oder eher Tuch? Tuch, oder? Ist das nicht so ein Mikrofasertuch? Ja, aber man nennt es auch Mikrofaserlappen. Echt? Okay, ist ja okay. Naja, auf jeden Fall ist er in Grau und der ist von Equine Microtech. Und was praktisch ist, was mir direkt aufgefallen ist, hier oben ist so ein Loch und dann kann man das so perfekt aufhängen im Spind. Als nächstes machen wir die 9 auf, also das Türchen 9, weil es meine Lieblingszahl ist. Und ja, Amy, du musst mal ein bisschen auf den Weg gehen hier. Erstmal wieder dieses Ding. Ah, das ist diesmal nicht so verpackt. Muss man einzeln rausholen. Also Bailey hat den Adventskalender zum Fressen gern, ne? Wie man hier sieht. Und was ist das? Ach, nichts für dich. Ups. So, jetzt machen wir mal diese mysteriöse Box auf. Also wie man hier schon sieht, die ist von Pavo. Und da drin ist ein... Ach, das soll ein Maßband sein. Weil hier sind... Warte, pst. Ah, Baby. Hier kann man die Zahlen erkennen. Also, ja, dann hat man auf jeden Fall auch ein Maßband im Stall, was natürlich auch mega praktisch ist, weil man muss ja ganz oft mal was ausmessen oder so und und dann ja, hat man das mal im Stall, weil ich habe sowas nie im Stall und dann nehme ich mir es vor, mit dem Stall zu nehmen, Maßband, und dann vergesse ich das wieder und dann ja, ist so eine Woche später, ich habe es immer noch nicht ausgemessen, weil ich ausmessen wollte. Also ist das auf jeden Fall mega praktisch, das wird dann jetzt heute Abend, wenn ich den Stall fahre, noch in meinen Spind landen. In Türchen 9 ist noch viel mehr drin und das hole ich jetzt auch mal raus. Lass mir was kriegen. Eins. Ah ja, also hier, das ist ein Teebeutel. Kamillentee. Schön. Hier sind noch richtig schöne Karten, die man zum Beispiel ja, einfach sich selber ins Zimmer hängen kann oder bei einem Geschenk dazulegen kann. Also hier sind auch echt schöne Bilder dabei, zum Beispiel sowas, das ist süß. Das Pferd frisst die Nase vom Schneemann. Und genau, ja, die sind alle wie gesagt von Pavo. Und dann gab es hier noch so ein Rucksack. Der ist auch von Pavo und wie man sieht in schönen Farben. ja, sowas ist natürlich auch mega praktisch. Also zum Beispiel habe ich ja ganz oft das Problem, dass ich so viele kleine Teile mit in den Stall nehme, also zum Beispiel Möhren, Äpfel, und dann
rollen die überall durchs Auto und das ist dann super nervig, weil dann rollen die unterm Sitz und dann muss ich ja erst mal 5 Minuten alles wieder rauskramen und dann wird das jetzt meine Apfel-Möhren-Tasche werden, wo ich dann immer alles perfekt reinlegen kann oder halt, wenn ich mal andere Sachen mitnehmen muss. Und genau, da muss ich auch nicht so oft laufen, wenn ich alles in einem Sack habe, das ist dann einfacher. Ja, der ist halt hier innen, dann noch so eine Innentasche, beziehungsweise hier ist noch eine Tasche, wo man auch noch was reinlegen kann, abgetrennt. Und von innen sieht er halt so aus, ne? Wie so ein Rucksack halt aussieht. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ich als nächstes aufmache. Und irgendwie habe ich das Verlangen dazu, dieses große Türchen hier aufzumachen, also die Nummer 23, ein Tag vor Heiligabend. Das ist auch was Größeres. Sieht flauschig aus. Sieht flauschig aus und sieht wie nach einem Schal aus. Ich muss nur erstmal finden, wo man den aufmacht. Ach, hier macht man den auch auf. Ich bin nicht. Oh ja, Fimmer, der ist richtig flaschig. Oh ja, ja, Opa. Mega. Ja. Zieh mal an. Jetzt? Zieh ihn direkt mal an. Dann ist es wieder richtig warm. Ja, vom Ofen. Ja. Oh, was, wenn ich den Ofen nicht berühre? Ah, mein Ohr hängt schon fest. So sieht er jetzt angezogen aus. Ja, finde ich sehr schöne Farben. Also hier sieht man ja so dunkelblau und so ein rosa mit weiß. Hier unten dann noch die Bänder. Wie gesagt, der ist sehr, sehr flauschig. Also kann man perfekt zum Beispiel anziehen, wenn man noch das Pferd fertig macht und es super kalt ist. Ich meine, die kalten Tage kommen ja, nur wir spüren es langsam, die Minusgrade sind ja da. Und ja, dann passt der ja perfekt dazu. Julia trägt solche Schals. Übrigens auch super oft, gefühlt nur noch. Also, die trägt auch immer meine. Wie oft suche ich meinen Schal und der liegt bei ihr im Zimmer, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Bei ihrer Wohnung. Noch schlimmer, ich kann ihn gar nicht so schnell holen. Der kommt so angedießt. In welcher Marke ist der eigentlich? Warte mal, das suche ich mal noch raus. Also, Julia und ich haben gerade mal nachgeguckt und der Schal ist von Springstar. Und genau, jetzt wäre ich dafür, dass wir noch ein Türchen aufmachen. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ne? Ich kuckel. Du kuckelst. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal die 7 auf, weil dann sieht man... Okay, Amy, dann sieht man... Achtung, Lady kommt. Dann sieht man nämlich nochmal, wie das so runterfällt. Dann kamen die 10 nämlich. Machen wir die 7 direkt mal auf, oder? Ja. Ja. Das sind Socken. Die Socken habe ich auch in Orange mal geschenkt bekommen. Auf irgendeiner Messe. Ich weiß gar nicht mehr welche. Aber die sind auch voll cool. Schwarz mit pinker Schrift. Ich wollte gerade sagen, erkennst du die Farbe nicht? Nein, ich habe hier kurz überlegt, weil hier ist noch ein Weihnachtsgeschenk für dich. 20-Euro-Gutschein. Deswegen muss ich mir erstmal durchlesen. Deswegen war ich kurz verwirrt. Aber ja. Von? Ich meine, kann man ja halb lesen, aber vielleicht sagst du es trotzdem nochmal. Das ist so doof. Du weißt ganz genau, dass ich keinen Plan habe, wie man die Marke ausspricht. Du liest es doch vor. Applejack. Das ist die 5. Wenn ich die 5 aufmache, ist bestimmt da drin neben die 6, oder? Dann habe ich alle großen Türchen aufgemacht. Das ist wieder so typisch für mich. Oh, hier ist ein... Hier ist, so ein Fürstrick, ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber die hier diesen Verschluss haben mit dem magnetischen, dieses Klick. Voll cool. Ich wollte schon immer mal so einen Strick haben, aber wie ihr vielleicht wisst, ist mein Dad immer so, wir haben genug Stricke, aber wir haben auch wirklich eigentlich genug Stricke. Und der ist im braun-blau, also das kann ich hier schon erkennen. Und ich kriege das Tesa nicht auf. So, hier kommt jetzt erstmal das, wie nennt man das, der Verschluss, womit das letztendlich halt festgemacht wird. Musst du dann ja bestimmt am Halter dann unten so festmachen, ne? Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Es steht hier bestimmt irgendwo, wie man es macht.
es auch bekommen. Oh, falsch rum. Cool auf jeden Fall. Ja, mega. So, hältst du einfach nur gegen und dann klickt er sich schon. Das ist von Covaliero. Und zeig mal, wie er aussieht. Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Und wer darf ihn zuerst testen? Paola oder Bellamy? Denk mal, Bellamy. Schön. Also, ich zeige euch das jetzt mal. Hier oben kommt dann diese Metallkugel rein und dann klickt sich das direkt so rein. Und dann muss man halt wieder ziehen und man muss relativ dolle ziehen, weil das ein starker Magnet ist, was natürlich auch Sinn macht, weil wenn das Pferd mal gegenzieht, dann darf der ja auch nicht direkt abgehen. Man muss das hier runterdrücken, eher gesagt. Und genau, ja, so funktioniert auf jeden Fall das System hiervon. Mega cool. Dann kommt er gleich auch mal mit in den Stall. Muss ich nur noch gucken, wie ich das am Halfter festmache, aber steht da bestimmt eine Anleitung. Jetzt holen wir mal die Nummer 4 raus. Oh, da kam die Nummer 6 hinterher. Die habe ich die ganze Zeit gesucht, deswegen mache ich die jetzt zuerst auf. Und die Nummer 4 mache ich jetzt mal nicht auf, weil ich möchte natürlich nicht alle Türchen jetzt hier vor Kamera aufmachen, weil ich möchte auch nicht alles spoilern. Die sich auch diesen E-Horses Adventskalenderbox gegönnt haben, müssen natürlich auch noch ein bisschen Vorfreude haben. Ne? Deswegen machen wir jetzt die 6 auf. 6. Dezember ist der Nikolaus. Ich muss mal schön die Stiefel putzen. Ne? Ja, ja. Augentropfen. 2-in-1 Augentropfen. Limited Edition. Rabatt. Ah, hier ist noch auch so ein QR-Code, da könnt ihr 20% Rabatt haben, falls ihr wahrscheinlich noch mal eine haben wollt. Dass ihr zufrieden damit seid. Das sind also einfach nur Augentropfen, ne? Ja. Von? Von? Das so? Ja. Hier. Eisendrops. Eyedrops, oder? Ach ja, da ist gar kein S hinter. Eis, das klang wie Eis halt. Soll ich dir welche reintun? Nein. Aber das ist ja eigentlich voll gut im Winter, weil zum Beispiel die Pferde, die ja in Offenstellen oder so stehen, jetzt kriege ich nicht mehr zu, das ist, ach jetzt. Und im Winter ist es ja öfters mal so windig und so ein kalter Wind, dann ist es ja manchmal, dass die Augen von den Pferden dann drehen und dann kann man ja einfach die Tropfen reinmachen, damit keine Bindehautentzündung entsteht. Also es passiert ja öfters mal, dass das irgendwas dann passiert ja öfters mal, dass sowas mal passiert, ne? Genau, das wollte ich auch sagen. Und deswegen ist das ja eigentlich echt praktisch. Aber du brauchst es mehr, oder? Ich schenke es dir nicht. Oh, das ist aber lieb. Weil danke. Meine Pferde werden das nicht so sehr haben wie deine. Danke. Machen wir direkt weiter mit der 13. Ah, das erkenne ich direkt, ne? Ein Soul Horse. Jetzt weiß ich Märchen. Eine Märchen. Marke? Nein, aber mein Anhänger hätte ich jetzt eher gesagt. Heißt das nicht Marke? Kann auch sein. Da steht drauf Knutschkugel. Oh, das ist cute. Das hätte aber am besten gemacht. Ja, das dachte ich auch gerade. Das war eigentlich unsere Knutschkugel. Und Bella will es auch. Zeig mal, ich will mal die Farbe sehen, blau. Oh ja, ich bin doch hier gerade, ist ganz gut festgebunden, ja. Das muss ich erstmal hier entwickeln. Ja, ist Farbe blau. Achso, da ist auch noch festgebunden. Ich bin schon dreifach festgebunden. Lach mich nicht aus. Wie wäre es denn, wenn du in den Kommentaren abstimmen lässt, wer das bekommt? Ja, vielleicht kriegst du ja die Inka. Nein. Entweder Paola oder Bellamy. Du das nicht. Ey, was ist das denn? Was ist mit den Fohlen und Inka?
Ist ja fies. Die darf es auch kriegen. So, jetzt habe ich es aber geschafft. Also, eine kleine Marke für das Halfter. Ja. Schön. In Blau, wie gesagt. Also ein schönes Blau. Wie nennt man das Blau wieder? Himmelblau ist das nicht? Nein. Blau. Ja. Und hier ist noch 5 Euro Rabatt. Schon wieder ein Rabattcode. Richtig sparen zur Weihnachtszeit. Ja, du, das muss so sein, ja. Weihnachtszeit, da gibt man ja auch echt viel Geld aus. Ganz Geschenke für die Oma, für den Opa, für Mama, für Papa, für Schwester, für Bruder. So. Boah, die Box wird richtig warm. Wenn da irgendwo Schokolade drin sein wird, die ist jetzt so flüssig. Willst du noch eins aufmachen? Aber nur noch eins. Aber ich wollte eigentlich nicht 24. Ja, dann musst du den wohl mal leer räumen, den guten. Ja, ich räume jetzt mal leer. Ach, da ist 24. Endlich! Also jetzt sind hier noch lauter Türchen, die geheim bleiben. Aber die 24, die bleibt nicht geheim. Oh, die 24 ist leicht. Ich kann mir vorstellen, was da drin ist. Ein Gutschein. Ja, erzähl uns doch mal. Ja, ich verstehe es noch nicht. Achso, hier ist noch was drin. Du bist so ein Eumel. Ja. Oha. Okay, warte, nee, warte mal. Von der Maurice. Und der Ron. Ja. Warte mal. Ja, wie witzig. Voll lustig. Der Maurice und der Juan. Also erstmal gibt es eine Karte, wo Ho Ho Hü steht. Also nein, einfach nochmal fröhliche Weihnachten wird von E-Horses gewünscht. Und dann gibt es einen Gutschein, eine Tageskarte an einem Tag der Wahl bei Horses and Dreams, was 2022 sein wird. Vom 20. bis 24. April. Und genau. Also kostenloses Ticket. Boah, cool. Horses and Dreams. Ja. Mega cool, ne? Ja. Also diese Adventskalenderbox von eHorses hat einen Gesamtwert von 350 Euro. Und ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, sind mega coole und praktische Dinge vorhanden. Und genau, also einfach, was eigentlich jeder Reiter irgendwo irgendwann mal braucht. Ja, und allgemein kostet die Box 129,99 Euro. Und es gibt ja aber auch einen digitalen Adventskalender bei eHorses. Also das hier war der allererste, beziehungsweise die allererste Adventskalenderbox von eHorses. Das haben die davor noch nie gemacht. Aber es gab schon jahrelang davor einen digitalen Adventskalender, der dieses Jahr natürlich auch wieder stattfindet. Ab dem 1.12. fängt er natürlich an und da werden dann, denke ich mal, so Gewinnspiele und so kommen. Und genau, für eine Erinnerung, damit ihr das nicht vergisst, dass der digitale Adventskalender bei eHorses auch stattfindet, kann man sich auf einer bestimmten Seite anmelden. Aber das alles verlinke ich euch auch nochmal genau in die Infobox, weil ich brauche euch ja jetzt nicht sagen www.dddd, ne? Also deswegen verlinke ich euch das nochmal. Und genau, also ich finde das mega cool. Ich hatte auch allgemein noch nie so einen fertigen Adventskalender. Und jetzt habe ich einen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass die eHorses Adventskalenderbox schon ausverkauft ist, aber seid nicht traurig, denn, Achtung, kleiner Spoiler, höchstwahrscheinlich wird es auch in den kommenden Jahren noch eHorses Boxen geben und da werden auch wieder namhafte Brands drin sein, also ja, Geschenke halt und genau deswegen, wie gesagt, seid nicht traurig, nehmt dann sonst einfach am digitalen Adventskalender dieses Jahr halt teil und was ich euch noch fragen wollte, wenn eHorses solche Boxen nochmal machen sollte, was für Marken wünscht ihr euch eigentlich oder was für Produkte findet ihr eigentlich cool in so einer Box? Das könnt ihr auch alles gerne mal in die Kommentare schreiben. Bin ich auf jeden Fall auf eure Antworten oder Möglichkeiten gespannt. Also das war auf jeden Fall ein richtig schöner Einstieg in die Weihnachtszeit und ich freue mich allgemein schon richtig drauf. Also ich glaube, ich hatte schon im Oktober
ja, Weihnachtslieder gehört und so, weil ich dieses Jahr voll im Weihnachtsmodus bin. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass auch noch ein bisschen Schnee und so kommt. Und genau, ich hoffe, euch hat dieses Unboxing auch gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Leute, es gibt jetzt nochmal einen kleinen Spoiler von mir, weil ich habe hier noch zwei Produkte, die ich euch einfach nicht vorenthalten kann. Und zwar ist das einmal in Türchen 4 von Famaka, dieses Hypofact. Das ist ja, ja für den Reißverschluss zum Beispiel, also damit man bei den Stiefeln, wenn da zum Beispiel mega viel Sand rangekommen ist, die gut sauber kriegt und damit die Reißverschlüsse nicht so schnell kaputt gehen. Das benutze ich persönlich ja auch total gerne und super oft. Vielleicht habt ihr es ja schon mal auf Insta oder so gesehen. Und in Türchen 20 gab es noch eine Magic Brush hier in Türkis, in Soft. Und genau, die benutze ich ja auch immer mega oft. Und es ist super praktisch, weil ich brauche nur eine für Bellamy und jetzt habe ich endlich eine.